Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Gotthold, Ephraim Lessing, Nathan der Weise, die Ringparabel. Nathan der Weise und Saladin sitzen beieinander und erörtern die Frage, welche der drei monotheistischen Religionen die wahre ist. Nathan erzählt ein Märchen oder eine Geschichte, wie er es nennt. Ein Vater hat drei Söhne, die er gleichermaßen liebt, und er hat einen Ring, dessen Stein die Kraft besitzt, vor Gott und den Menschen angenehm zu machen. Als er fühlt, dass er sterben wird, lässt er zwei weitere Ringe anfertigen, die dem ersten Ring ganz und vollkommen gleichen. Jeden dieser drei Ringe schenkt er nun an einen seiner Söhne, und jeder der drei Söhne glaubt nun, den echten, wahren Ring zu besitzen. Wer den wirklich echten, wahren Ring besitzt, das ist nicht mehr herauszubekommen. So steht es eben mit den drei monotheistischen Religionen, dem jüdischen, dem christlichen, dem muslimischen Glauben, welches der rechte Glaube ist, der wahre, das ist fast unerweislich. Nathan sagt auf die Frage, was man nun tun soll, er sagt, man soll dem Glauben folgen, den man von Kindheit an kennengelernt hat. Daran ist man aufgewachsen, er ist einem vertraut, das haben die Väter getan und ihm glaubt man. Die Geschichte geht nun folgendermaßen weiter. Die drei Söhne klagen vor einem Richter und jeder schwört, den echten wahren Ring zu haben, denn spricht den echten wahren Glauben. Der Richter überlegt und urteilt dann folgendermaßen. Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft, beliebt zu machen, vor Gott und Menschen angenehm. Das muss entscheiden. Hat von euch jeder seinen Ring von seinem Vater, so glaube jeder sicher seinen Ring, den echten. Möglich, dass der Vater nun die Tyrannen des einen Rings nicht länger in seinem Hause dulden wollen, und gewiss, dass er euch alle drei geliebt und gleich geliebt. Wohlan! Es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen. Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott zu Hilf. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindeskindern äußern, so lad ich über tausend Jahre sie wiederum vor diesen Stuhl. Da wird ein weiserer Mann auf diesem Stuhle sitzen als ich und sprechen. Gotthold Ephraim Lessing, geboren am 22. Januar 1729, gestorben am 15. Februar 1781, schrieb Nathan der Weise Ende der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts. Man hatte ihm ein Teilpublikationsverbot ausgesprochen, weil er sich mit dem Hamburger Hauptpastor überworfen hatte. Lessing hatte eine Schrift befürwortet, die die natürliche Religion gegenüber den traditionellen Glaubensvorstellungen verteidigte. Die traditionellen Glaubensvorstellungen, die Kirchen, die an übernatürliche Offenbarungen und Wunder glaubten. Während Lessing eine Religion der Vernunft, eine natürliche Religion befürwortete und in dieser Schrift verteidigt fand. Lessing, der eben nicht mehr essayistisch publizieren durfte, schrieb daraufhin ein dramatisches Gedicht, eben diesen Nathan der Weisen, ein dramatisches Gedicht in fünf Akten. 1779 erschien es im Druck,
1783 wurde es uraufgeführt und erlebte dann vor allem ab Anfang des 19. Jahrhunderts große Erfolge und ist bis heute ein gern gespieltes Werk auf den deutschen und auch internationalen Bühnen. Im dritten Akt nun, in der siebten Szene, begegnet der Sultan Saladin Nathan. Der Muslim und der Jude begegnen sich und sie diskutieren die Frage nach der wahren Religion. Nathan antwortet eben mit jener berühmten Ringparabel, die wir schon aus Boccaccios dritter Novelle des ersten Tages aus dem Decamerone kennengelernt haben. In dieser Novelle von Boccaccio versammelten sich 10 Menschen zu Zeiten der Pest und erzählten sich jeden Tag eine Geschichte. Und am ersten Tag in der dritten Geschichte wird diese Ringparabel auch erzählt. Ich habe das ausführlicher besprochen am 27. März dieses Jahres. Worin unterscheidet sich nun das dramatische Gedicht Lessings? Zeit und Ort sind gleich. Auch Nathan der Weise spielt zur Zeit des dritten Kreuzzuges, also Ende des 12. Jahrhunderts. Der Ort ist Jerusalem, das Heilige Land. Und die Geschichte geht nun so, dass der Jude Nathan eine Pflegetochter namens Recha hat. Und diese Recha wird von einem Tempelherrn, Kurt von Staufen, aus einem Feuer errettet. Und Kurt von Staufen ist selbst von Saladin vom Tode begnadigt worden. Und zwar deswegen, weil er dem Bruder Saladin so ähnlich sieht. Saladin ist, wie auch bei Boccaccio, in Geldnöten und möchte von Nathan Geld geliehen bekommen. Er versucht ihn nun auch wie Boccaccios Saladin durch die Frage nach der wahren Religion in die Bredouille zu bringen und dadurch dann auch Geld von ihm leichter zu bekommen. Denn was immer Nathan auf die Frage, welche der drei Religionen, monotheistischen Religionen die wahre ist, antworten wird, wird ihn in Schwierigkeiten bringen. Wenn er sagt, meine jüdische ist die wahre Religion, dann wird er den Muslim, wird er den Unwillen Saladins hervorrufen. Verleugnet er seinen Glauben und spricht sich für den muslimischen oder sogar für den christlichen Glauben aus, dann kommt automatisch die Frage, warum er dann nicht zu einem dieser beiden Religionen übertritt. Und Nathan antwortet nun eben wie Melchisedek bei Boccaccio mit der Ringparabel. Daraus entsteht, so wie er die Ringparabel formuliert, eine große Freundschaft zwischen dem Muslim und dem Juden, zumal Nathan dem Muslim dann auch im Anschluss freiwillig das nötige Geld gibt. Dennoch gerät Nathan in Schwierigkeiten, da der Tempelherr erfahren hat, dass Recha nur Nathans Pflegetochter ist und in Wahrheit die Tochter von Christen, die Nathan eben nicht im christlichen Glauben hat erziehen lassen. Nathan wird vor dem Patriarchen von Jerusalem verklagt. Der will Nathans Tod, da Nathan eben eine christliche Seele der Kirche gestohlen habe. Der Fall kommt vor Saladin und ganz zum Schluss entpuppt sich eine Lösung, wird eine Lösung gefunden, die alle Schwierigkeiten aus der Welt räumt. Der Tempelherr entpuppt sich nämlich als Sohn des Bruders von Saladin und damit ist Recha seine Schwester. Beide hatten also einen muslimischen Vater, den Bruder Saladins, und eine christliche deutsche Mutter. Muslime und Christen sind damit eng verwandt und der Jude Nathan ist als Pflegevater auch wieder im Bunde mit diesen beiden Religionen.
Die Feindschaft der drei Religionen löst sich auf in Freundschaft und Liebe. Alle drei sind eng miteinander verwandt, so wie die drei Religionen ja eng miteinander verwandt sind. Die Juden, die das ihre Bibel, das Alte Testament haben, die Christen, die das Alte Testament in ihre Bibel aufgenommen haben, und die Muslime, die Erzählungen aus dem Alten und Neuen Testament in ihren Koran integriert haben. Alle sind miteinander verwandt, es ist eine große religiöse Familie, sie stammen voneinander ab, und es herrscht Friedens- und Toleranzpflicht. Lessing lebte im Zeitalter der Aufklärung. Dieses Werk, Nathan der Weise, gilt als ein Schlüsselwerk der Aufklärung. Das war eine Zeit, das 18. Jahrhundert, in dem in Europa das Interesse an fremden Kulturen aufkam, vor allem auch an fremden Religionen. Es war die Zeit, wo Staat und Kirche begannen, sich zu trennen. Nachdem der Dreißigjährige Krieg einen solchen Schrecken über Europa verbreitet hatte und so viele Tote gefordert hatte. Theologen und Religionswissenschaftler gingen von nun an getrennte Wege, beziehungsweise es entstand zum ersten Mal so ein Fach Religionswissenschaften, das wissenschaftlich an das Thema Religion heranging. Genau in dieser Zeit brach sich nun auch ein Entwicklungsdenken Bahn, ein Denken, das von einem Urzustand, Naturzustand ausging und in der Zeit immer entwickeltere Zustände vorfand, Zivilisationen, die spätere Entwicklungsphasen darstellten. Denken Sie nur an Rousseaus Plädoyer für die natürliche Erziehung, für die Natur überhaupt. So war es eben auch mit der Religion. Es gibt sozusagen die Vorstellung einer Naturreligion mit moralischen Vorschriften, die oder Gedanken, die allen Religionen gleichermaßen eignen, und daraus sind dann die positiven Religionen entstanden, also Juden, Christen, Muslime mit ihren Dogmen, mit ihren Riten, mit ihren Konventionen, mit ihren Statuten, mit ihren Gesetzen. Aus dem einen Naturreligion sind die vielen positiven Religionen entstanden. Das ist so der Hauptgedanke des 18. Jahrhunderts. Und Lessing plädierte nun eben für ein Christentum der Vernunft, auch ohne Hilfe einer göttlichen Offenbarung. Er sprach sich gegen den Buchstabenglauben der Kirchen aus, wie ihn der Patriarch von Jerusalem in dem Stück Nathan der Weise verkörpert. Er sprach sich auch gegen Schwärmerei und Wunderglauben aus, wie ihn Daya, die christliche Magd von Nathan, glaubte. Und wie sie einen Glauben, den sie auch Recher zu vermitteln versuchte, die auch in ihrer Kindlichkeit diesem Schwärmertum zunächst einmal aufsaß. Nathan der Weise ist ein weltanschauliches Ideendrama. Es hat ein Thema, das es erörtern will, nämlich das Thema die wahre Religion. Und das ist ein Thema, wie wir es auch bei Boccaccio kennengelernt haben. Und doch wird es ganz anders beantwortet. Wir erinnern uns. Boccaccio hatte etwas ganz Ähnliches geschrieben. Die Namen sind anders. Bei Boccaccio heißt der Jude Melchisedek, was König der Gerechtigkeit bedeutet. Bei Nathan lautet der Name Gott hat gegeben. Das ist sozusagen die wörtliche Übersetzung. Und Nathan war ein Prophet, der dem König David weissagte, dass sein Sohn erst den Tempel bauen werde und dass seine Dynastie in alle Ewigkeit herrschen werde. Nathan, der Prophet, schaute also in die Zukunft, und es wird diese Prophezeiung oft als Prophezeiung
auf Jesu Christi verstanden. Bei Boccaccio machte daraus eine Bankergeschichte. Der zweite und der dritte Stand, der begegneten sich auf Augenhöhe. Die Vernunft siegte. Der monetäre Hintergrund, das Geldverleihen, stand im Vordergrund der Geschichte. Es ging um eine Zivilisierung der Umgangsformen der beiden Stände, die ja in diesem 14. Jahrhundert hierarchisch angeordnet waren. Der zweite Stand, der über dem dritten Stand stand. Und nun in dieser Novelle Boccaccios wird sozusagen die Renaissance schon ein wenig vorweggenommen, die ja auf Gleichheit aus war, die die ständischen Unterschiede verwischte und die Menschen vor Gott dann auch in der Reformation eben gleich machte. Es ging also bei Boccaccio um das faire Miteinander von Personen, die unterschiedlichen Ständen angehörten, unterschiedlichen Ständen, die sich eben auch wesensmäßig in den Personen unterschieden, bis hin zur Biologie. Man war der Meinung, dass jemand aus dem dritten Stand einer anderen Nahrung bedurfte und auch gesundheitlich anders zu behandeln war, eben als jemand aus der Aristokratie oder aus dem Klerus. Abgesehen von rechtlichen Unterscheidungen, von den Lebensformen, in denen sich die drei Stände unterschieden. Man war wirklich von der Natur, vom Charakter her, vom Wesen her, vollkommen unterschiedlich. Und Boccaccio plädierte zumindest für einen zivilisierten Umgang dieser unterschiedlichen Personengruppen. Gemeinsam ist Boccaccio und Lessing, dass der göttliche Ratschluss unerkennbar ist. Dieser Gott ist so transzendent, so metaphysisch geworden, so jenseits aller menschlichen Erfahrbarkeit, dass man nicht wissen kann, was er will und denkt und den Menschen, er überlässt es den Menschen und dem freien Willen, daraus zu schließen und einen Weg zu finden. Gleich ist auch bei Boccaccio und Lessing die Betonung der Vernunft als dem ausgleichenden Moment. Ein vernünftiger Diskurs zwischen den Ständen, zwischen den Religionen, bringt die Menschen näher und fördert Frieden und Wohlstand. Lessing setzt einen anderen Schwerpunkt. Lessings Hintergrund ist dieses beginnende Industriezeitalter in Europa. Die moderne Welt, wie sie nun am Horizont auftauchte. Und ihr Kennzeichen war Progressivität, das in die Zukunft schauen, das positive Denken, eine Gesellschaft am Horizont auftauchen zu sehen, die in Frieden und vor allem auch Wohlstand lebte. Das erhoffte man sich in der Aufklärung und dann auch im Zeitalter der Menschenrechte. Und genau das tut nun der Stein im Ring, im wahren Ring. Der Stein hat eine positive Wirkung in der Zukunft. Er macht nämlich vor Gott und den Menschen angenehm. Der Wahrheitserweis wird in die Zukunft verlagert. In tausend Jahren wird sich erwiesen haben, welcher Ring, welche Religion die wahre war, und zwar daran, ob sie friedensstiftend, tolerant, vorurteilsfrei, liebend, unbestochen erschienen ist in dieser Welt. Und man wird an der Wirkung, wie diese Religion sich darstellt in der Welt, erkennen, welches die wahre Religion ist. Das heißt, die Kraft wird
in die Zukunft verlegt. Es wird eine von allen Vorurteilen, auch religiösen Vorurteilen, freie Weltgemeinschaft proklamiert als Zukunftshoffnung. In den mittelalterlichen Quellen heilte der Ring, er machte gesund. Hier bei Lessing verleiht der Stein die Kraft, beliebt und angenehm zu machen. Er ruft auf zu einem diesbezüglichen Handeln, zu einem zivilisierten, modernen, altruistischen Handeln. Es ist ein Aufruf zu einem Liebe deinen Nächsten, zu einer neuen Welt, zu einer Hoffnung in der Zukunft. Es ist das Zeitalter der Menschenrechte, des Gleichheitsdenkens. Es ist ein Versprechen, das dieses beginnende Industriezeitalter den Europäern gibt. Und enden tut es dann freilich nicht so, wie es sich Lessing und viele Aufklärer gewünscht haben. Es endet nämlich in einem menschenverachtenden Imperialismus der Europäer und einer Unterdrückung der anderen Kulturen, auch gerade des sogenannten Orients im 19. und auch 20. Jahrhundert. Das Versprechen, die Kraft des Steins ist nicht eingelöst worden und die Aufklärung ist zu einem Mythos des Abendlandes geworden. Einem Mythos, der den Abendländer über die anderen Kulturen setzt, nämlich als den aufgeklärten Menschen. Und so ist auch in der heutigen Diskussion betonen viele in Europa immer wieder das Moment, dass sie eben aufgeklärte Europäer sind, während andere Kulturen eben auch und gerade die sogenannten Orientalen noch im Mittelalter leben in einem religiösen Fanatismus, während wir Europäer diese religiöse Dogmatik hinter uns gelassen haben in der Zeit der Aufklärung. Für mich ist Nathan der Weise ein wunderbares Werk. Ich liebe ihn. Er ist so voller Humanität, so voller Toleranz und ich bin immer wieder berührt, wenn ich diese Verse lese, dass man seiner unbestochenen, vorurteilsfreien Liebe folgen soll. Und dass es dann anders gekommen ist, dafür kann Lessing ja nichts. Wir werden sehen, wie sich dieser Gedanke dann auch der Überlegenheit der europäischen Rasse in den späteren literarischen Zeugnissen des 19. und auch 20. Jahrhunderts ausdrückt. Und dafür gibt es ein paar sehr bemerkenswerte Beispiele.